Hallo alle miteinander, mein Name ist Marcel und heute gibt es kein aufwendiges Tutorial oder ähnliches, denn wie ihr wisst, arbeite ich gerade mit Hochdruck an meinem Artbook, also eine Sammlung mit meinen besten Zeichnungen, das ich dieses Jahr im Dezember rausbringen möchte. Das nimmt gerade alles an Zeit in Anspruch, was ich momentan habe, aber wenn ihr mich vermisst, dann könnt ihr mir jederzeit gerne beim Arbeiten zuschauen, immerhin streame ich das ganze Jahr. Und das bringt mich auch schon zum Thema vom heutigen Video. In meinen Livestreams kommt nämlich immer und immer wieder eine Frage vor, die anscheinend viele von euch brennend interessiert. Nein, nicht das! Was ich meinte ist, im Livestream steht im Chat immer irgendwie sowas wie: Ey, wie hast du das gelernt, was du da gerade machst? Kann man das denn überhaupt lernen, was du da gerade machst? Und ich antworte dann meistens sowas wie: Hey, ich habe in meinem 200.000 Abo-Special schon eine ganze Liste gezeigt und erklärt, wie man Zeichnen am besten lernt. Schaust du doch einfach an. Aber wie ich Zeichnen gelernt habe? Ja, das ist eigentlich eine echt gute Frage. Wir fangen gleich an. Ich will euch nur schon mal im Vorhinein sagen, dieses Video wird kein Haha, wir schauen uns alte Bilder von mir an und machen uns drüber lustig, denn so ein Video habe ich schon zweimal gemacht und das brauchen wir nicht nochmal. Ich habe keine Ahnung mehr. Ich weiß nicht, was er sich dabei gedacht hat. Nein, ernsthaft, das brauche ich wirklich kein drittes Mal. Nein, stattdessen gehen wir heute wirklich chronologisch durch und gucken nach und nach, wie ich gelernt habe, mehr und mehr zu zeichnen. Und ich versuche mir meine blöden Sprüche großteils zu verkneifen und wirklich zu erklären, wo ich was genau gelernt habe. Wir fangen jetzt also ganz von vorne an, die frühesten Bilder, die meine Eltern von mir aufgehoben haben, nämlich die aus der Kindergartenzeit. Wann hast du angefangen zu zeichnen? Seltsame Frage, denn wir haben natürlich alle spätestens das erste Mal im Kindergarten was gemalt. Egal, ob ihr jetzt Profi oder Anfänger seid. Also ja, klar, natürlich, im Kindergarten. Aber mir ist dazu was Wichtiges eingefallen, denn im Kindergarten hast du in der Regel was, was viele Jugendliche und Erwachsene später nämlich nicht mehr haben. Hoffnung und Träume? Ja, das auch. Nein, es ist schlichtweg Spaß. Ich habe früher nicht darüber nachgedacht, ob das Endergebnis gut oder schlecht aussehen wird. Ich habe einfach was gesehen, was ich cool fand und wollte sowas auch zeichnen. Nein, ernsthaft, erinnere dich zurück. Warst du jemals wieder so happy beim Zeichnen wie im Kindergarten? Zu der Zeit hattest du einfach Spaß beim Malen und hast Dinge gemalt, die du cool fandest oder die du ganz besonders mochtest. Ich glaube, manche Dinge ändern sich auch nie, was? Nach dem Kindergarten kommt dann offensichtlich die Grundschule. Irgendwie finde ich einfach keine Zeichnungen mehr aus der Grundschulzeit. Springen wir also einfach in die Realschule vor. Ihr merkt wahrscheinlich direkt, wenn ihr diese Zeichnungen anschaut, dass hier die Farbe fehlt und ich wurde auch relativ oft darauf angesprochen früher. Alter, warum malst du das alles denn nie an? Ich glaube, ich war einfach schon immer jemand, der viel lieber gezeichnet hat, anstatt was zu malen. Und wenn man genauer drüber nachdenkt, würde ich schon sagen, dass das zwei doch sehr unterschiedliche Dinge sind. Ich für meinen Teil habe einfach nicht drüber nachgedacht und habe Sachen abgezeichnet, die ich cool fand. Anmalen war mir schon fast egal. Ich habe früher einfach irgendwelche Buntstifte genommen, die gerade rumlagen. Hauptsache was bemalt, damit eben Farbe dran ist. Auf die Art und Weise habe ich zeichnerisch zwar Erfahrung gesammelt, aber von der Koloration hatte ich Anfang der Mittelstufe wirklich absolut keine Ahnung. Mittlerweile würde ich sagen, dass das bei mir einigermaßen ausgeglichen auf einem Level ähnlich ist, aber es ist, glaube ich, mal ganz interessant, dich das selber zu fragen, wenn du das noch nie gemacht hast. Wenn du zum Beispiel noch nie großartig angemalt hast, dann würde dieser Mangel an Erfahrung erklären, warum deine fertigen Artworks angemalt sind wie die von einem Vorschüler. Außerdem, ich habe nur abgezeichnet und habe nie eigene Motive erfunden. Und bereue ich das heute? Nein. Wäre ich schneller besser geworden, wenn ich anstatt einfach meinen Lieblingsmotiven Stillleben oder Aktzeichnen gemalt hätte? Ja, wahrscheinlich. Aber hätte der 13-14-jährige Marcel daran Spaß gehabt? Nein! Und das war für mich das Wichtigste. Erstmal den Spaß an so einer Sache zu finden und danach erst alles zu lernen, was ich eben noch lernen muss. Natürlich hätte ich es andersrum bestimmt schneller gelernt, aber wer weiß, ob das dann für mich als Kind nicht vielleicht zum Zwang geworden wäre. Ich war happy so und das war für mich das Wichtigste. Was allerdings dann schon etwas problematischer geworden ist, war eigene Charaktere ohne Vorlage oder ähnliches zu zeichnen. Eben weil ich das noch nie wirklich vorher gemacht hatte. Und ganz ehrlich, es hat mich auch nicht wirklich interessiert. Zumindest mal bis zu dem Punkt, an dem jemand aus einer anderen Schule in unsere Klasse gewechselt ist, der mich dann später gefragt hat, ob ich ihm nicht ein paar Charaktere für seine Geschichte entwerfen möchte. Und klar, die Endergebnisse hätten viel, viel besser aussehen können als das, was letzten Endes auf dem Papier gelandet ist.
Vielleicht konnte ich es nicht besser. Vielleicht hatte ich, wie gerade gesagt, einfach nur keine Lust drauf. Vielleicht aber auch beides. Aber dass das Ganze später mal eine komplette Serie mit 6 Bänden, animierten Trailern, Plüschtieren und einem eigenen Soundtrack wird, war mir an der Stelle definitiv noch nicht bewusst. Aber vielleicht hat das auch gar keinen Unterschied gemacht, denn wie gesagt, an selbstgezeichneten Charakteren war ich früher einfach nicht interessiert. Aber komplett verschwendet war die Zeit trotzdem nicht, denn auch wenn man durch schlichtes Abzeichnen von Motiven nicht so viel lernt, wie durch richtig gezieltes Zeichnen, war es immer noch weitaus besser als, besser als nichts, ne? Beim Durchgehen meiner Bilder habe ich einen ganz natürlichen Prozess bemerkt. Ich habe mich einfach nach und nach immer mehr und mehr an schwierigere Motive getraut. Ich sag nicht, dass das dann super ausgesehen hat, aber trotzdem habe ich es mich getraut und das war schon mal ein super Anfang. Und zu dieser Zeit sind dann auch die ersten deutschen YouTube-Videos zum Thema Zeichnen lernen rausgekommen. Ja, sowas gab es davor tatsächlich noch gar nicht, selbst ich hatte hier meinen deutschen Kanal zu dieser Zeit noch nicht. Ich war zu der Zeit aber auch noch nicht so wirklich interessiert, wie man was Schritt für Schritt malt, das wollte ich lieber selber rausfinden. Was mich dann aber mehr interessiert hat, war, wie gut Zeichnungen aussehen können, wenn sie richtig koloriert worden sind. Und dann ist mir erst aufgefallen, wie niedrig mein Level bei Koloration eigentlich ist, weil ich mich selbst eben nie wirklich dafür interessiert habe. Zu dieser Zeit hat auch der Hype um Copic-Marker angefangen, also habe ich mir die selbst zugelegt, ein Vergleichsbild gemalt und mein erster Gedanke war, guck mal Mama, ich kann malen! Ja, ich habe früher nicht so wirklich verstanden, dass dasselbe Bild auch mit Buntstiften möglich gewesen wäre, wenn man sich nur Mühe gegeben hätte. Aber egal, ich habe seitdem nämlich auch nach und nach mehr und mehr koloriert und somit dann auch mehr und mehr Koloration geübt. Zugegeben, der Rede wert war es jetzt nicht wirklich, aber hey, es war zumindest mal mehr als nichts. Mein wirkliches Interesse war nämlich nach wie vor noch beim Zeichnen. Ich habe Dinge oder Ideen gefunden, die nach Spaß ausgesehen haben und hab's einfach auch mal versuchen wollen. Und weil ich am Zeichnen einfach schlichtweg mehr interessiert war und mehr Spaß gehabt habe, habe ich es auch öfters gemacht und habe darin auch viel schneller Fortschritte gemacht als jetzt zum Beispiel beim Kolorieren. Ich muss sagen, ich war gerade selbst ein wenig überrascht, dass zwischen den Bildern, die ihr hier gesehen habt, gerade mal etwas über ein Jahr an Zeitunterschied ist. Das war die Zeit, zu der ich mich zeichnerisch richtig ausgelebt habe und ich finde, das sieht man auch. Währenddessen sind viele Dinge passiert, ich bin von der Mittelstufe in die Oberstufe und das war auch so der Punkt, an dem ich angefangen habe, diesen YouTube-Kanal hier zu erstellen und darauf Videos hochzuladen. Wenn euch noch mehr Details interessieren, könnt ihr ab hier auch gerne meine Best-of-Videos anschauen. In denen habe ich immer die wichtigsten Zeichnungen aus jedem Jahr hochgeladen. Dort könnt ihr also live meinen Fortschritt mitverfolgen. Ich habe dann auch nach und nach versucht, mir mehr Mühe beim Kolorieren zu geben. Weil ich ja immer Vorlagen hatte, konnte ich mir also Sachen wie Licht- und Schattensetzung einfach immer von dort abschauen. Außerdem habe ich durch die ganze Übung mit dem Kolorieren mehr ein Händchen für Copic-Marker bekommen. Ich habe zum Beispiel rausgefunden, wie Übergänge funktionieren. Und so weiter und so weiter. Und irgendwann hat mir Koloration dann richtig Spaß gemacht und ich wollte alle möglichen Arten von Kolorationen ausprobieren. Simples 2D Cell Shading, so wie man es von Anime oder Cartoons kennt, Koloration mit Übergängen und aufwendigere Sachen und irgendwann mal sogar echte Objekte. Und an dem Punkt war ich zufrieden mit meinen Zeichnungen und mit meiner Koloration. Aber dann habe ich gemerkt, dass es nicht mehr so simpel ist wie am Anfang. Ich habe so viel mehr gelernt als einfach nur zeichnen. Es sind spezifische Dinge wie Proportionen, Perspektive, Kenntnisse zu Licht und zu Schatten und so weiter und so weiter. Nichts davon war so wirklich gut, aber ich habe gemerkt, dass es vereinzelt Dinge gibt, in denen ich immer besser werde und zumindest mal schon mal die Basics verstehe. Aber es war trotzdem alles immer noch abgezeichnet und davon wollte ich langsam aber sicher dann weg. Also habe ich versucht, selbst Motive zu entwerfen mit Charakteren, die ich mochte oder die ich cool fand. Fanart eben. Und da sind diese ganzen Kenntnisse eingeflossen, die ich durchs Abzeichnen schon zumindest mal ein bisschen gelernt habe. Ein bisschen was über Anatomie und Perspektive. Ich wusste ungefähr, wie ein Mensch aufgebaut ist und ohne das alles hätte ich es wahrscheinlich auch noch nicht geschafft, eigene Motive zu entwerfen. Das Wichtigste ist, Erfahrungen übertragen sich. Wisst ihr was? Ich zeige euch einfach, was ich genau damit meine. Wenn du erstmal lernst, wie Licht und Schatten und Anatomie und diese ganzen Sachen funktionieren, kannst du das praktisch in jedes Medium mit übertragen. Egal, ob du dann mit Aquarell oder Wasserfarbe oder digital oder sonst irgendwas zeichnest.
Und ich glaube, genau deswegen ist Malen und Zeichnen für viele als Einsteiger am Anfang so schwer, weil du erstmal die ganzen Kenntnisse brauchst, um ein komplettes Motiv zu entwerfen. Das ist natürlich eine sehr steile Lernkurve, aber wenn du dich erstmal in diese ganzen Sachen reingefuchst hast, kannst du sie überall anwenden. Egal ob mit Aquarellfarbe oder Bleistift oder am Tablet digital. Aber natürlich musst du dich vorher informieren, wie dein Medium funktioniert. Ich vergleich's mal so. Wenn du einen wirklich guten Koch hast, der weiß, wie man kocht, dann kann er auf jedem Herd kochen. Natürlich muss er erstmal rausfinden, wie der neue Herd funktioniert und wie man den genau bedient, aber wenn er das alles weiß, dann kann er sein vorheriges Wissen auch an diesem neuen Gerät anwenden. Deshalb sagen Leute beim Zeichnen immer, das Material ist nicht so wichtig, es kommt auf den Zeichner an. Weil du dein Wissen an einem Grafiktablet, mit einem Pinsel oder auch einfach nur mit einem Bleistift alles gleich anwenden kannst. Du musst dich vorher eben einfach nur schlau machen, wie man dieses Medium bedient. Egal was du jetzt in der Hand hältst, dein Wissen, wie man einen Menschen zeichnet oder wie man schattiert und so weiter, hast du ja trotzdem immer noch. Aber zurück zum Thema jetzt. Jedenfalls hatte ich dann auch Erfahrung darin gesammelt, eigene Dinge zu zeichnen, die nicht direkt von der Vorlage abgezeichnet worden sind. Ich habe diese ganzen Kenntnisse, die ich einigermaßen ausgebaut habe, jetzt irgendwo auch anwenden wollen. Und es gibt keine bessere Möglichkeit, all diese Kenntnisse zu kombinieren, als daraus was komplett Neues zu erschaffen, was es so noch nicht gibt, ohne Vorlage oder schon gezeichnete Charaktere, bei denen ich mir was abschauen kann. Und wie mache ich das am besten? Genau, indem ich den Kerl anrufe, mit dem ich vor all den Jahren mal spaßeshalber Charaktere für seine Geschichte designt habe. Ich habe also die nächsten 6 Jahre jeden Tag gezeichnet und mit Tobias zusammen an dieser Manga-Serie gearbeitet. Und glaubt mir, ja, das war ein Allround-Training. Natürlich sind die offensichtlichen Sachen besser geworden. Proportionen von Charakteren sahen mit der Zeit besser aus, Linienführung ist feiner geworden, bla 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 bla. Aber ich habe zum Beispiel auch so Sachen lernen müssen, wie Fluchtpunkte funktionieren und wie man sie benutzt. Oder Bildkompositionen habe ich mir durch Storyboarden beigebracht und so weiter und so weiter und so weiter. Wenn ihr mehr wissen möchtet, was ich genau in diesen 6 Jahren alles gelernt habe, dann schaut gerne, wie Tobias und ich die Manga-Serie von Anfang bis Ende durchblättern und vergleichen, wie meine Zeichnungen sich verändert haben. Für mein Artbook zeichne ich momentan Character Sheets neu und ich würde mal sagen, man erkennt über die Jahre definitiv einen Unterschied. Täglich zeichnen ist eben doch einfach die beste Strategie. Und während ich gemerkt habe, wie meine zeichnerischen Fähigkeiten besser geworden sind, wollte ich aber auch illustrativ besser werden. Ich wollte nicht, dass meine Sachen zeichnerisch gut aussehen, aber dann später ausgemalt sind wie ein Mandala. Also habe ich auch noch angefangen, zusätzlich Videos auf YouTube zu machen, bei denen ich unter anderem auch das Kolorieren übe. Diese Serie kennt ihr heute als Artist's Opinion. Zeichnerisch habe ich mich also automatisch durch die Manga-Serie weiterentwickelt und meine Koloration hat sich durch das ständige Anmalen in meinen Videos verbessert. Wichtig war nur, dass ich immer mal wieder was Neues versucht habe, von echten Objekten bis hin zu Gesichtern, um möglichst in jedem Gebiet Erfahrung zu sammeln. Essen, Menschen, Tiere, es ist komplett egal. Man kann von allem etwas lernen. Und so habe ich das Ganze auch mehrere Jahre aufrechterhalten und ich finde, man kann im Manga und in meinen Illustrationen schon definitiv einen Fortschritt erkennen. Das wäre so aber wahrscheinlich nicht passiert, wenn ich nicht von Anfang an aus Spaß gemalt hätte. Ihr wisst noch, ich habe am Anfang nicht wirklich viel Fortschritte gemacht, zumindest mal im Vergleich zu jetzt. Weil ich einfach Spaß gehabt habe. Und so ist es auch heute noch. Ich wollte zum Beispiel Trailer animieren für die Manga-Serie, aber ich wusste, dass Animieren praktisch 1000-mal schwerer ist als einfach nur Zeichnen. Aber ich habe eben den Spaß darin gesehen und habe es deswegen auch einfacher gelernt. Ich habe keinen Druck gehabt, dass das gut werden muss, immerhin lebe ich nicht von meinen Zeichnungen und kann deswegen alles easy aus Motivation und Neugierde herauslernen. Vor knapp einem halben Jahr, als ich die Manga-Serie beendet habe, dachte ich mir, ich will mal was Neues zum Kolorieren lernen. Ich habe die letzten Jahre immer großenteils mit Copic und Buntstiften koloriert, also habe ich mich an Aquarell versucht. Und Leute fragen mich dann, warum meine ersten Aquarellbilder so aussehen und nicht so. Das ist gerade wie vorhin gesagt, weil ich all das Wissen, was ich mir vorher beigebracht habe über die letzten Jahre, ins nächste Medium mitnehme.
Das ist die Lernkurve, die ich angesprochen habe. Wenn es also eine Sache gibt, die du aus diesem Video hier mitnimmst, dann dass es sich wahrscheinlich immer am besten mit Spaß lernen. Und wenn du Lust hast, selbst was zu lernen, dann würde ich mal sagen, die Tutorials hier auf meinem Kanal wären ein ganz guter Anfang. Ich lege mir gerade schon zurecht, welches Tutorial ich als nächstes mache und das bekommt ihr definitiv mit, wenn ihr diesen Kanal hier abonniert habt. Lest sehr gerne in die Manga-Serie rein, wenn sie euch interessiert und hier oben links findet ihr auch die Trailer, die ich die letzten Jahre über dazu animiert habe. Soweit. Mein Name ist Marcel und vielen Dank, dass ihr so lange zugeschaut habt. Man sieht sich im nächsten Video. Bis dann!